zum Bierdoktor-Kurs getroffen und da geht es natürlich um den praktischen Part. Ja. Wir lernen heute also wirklich vom Schroten übers Maischen, übers Läutern bis hin zur Würzekochung, wie ein Bier hergestellt wird. Ziel und Zweck von dem Bierdoktor ist, dass die Leute wirklich wissen von A bis Z, wie ein Bier gebraut wird, welche unterschiedlichen Stile es gibt. Und was wir noch mit eingebaut haben, ist die Schankanlagenbau, Schankanlagentechnik. Hier werden sie eingewiesen, wie man ein sauberes und ordentliches Bier zapft. Wir haben schon einige Lehrgänge in Dischlhausen besucht, waren immer begeistert und das hat sich heute dann natürlich auch gegründet in diesem tollen Lehrgang, angefangen mit dem Bier-Bachelor-Lehrgang, den wir besucht haben, der sehr toll war. Und heute sind wir jetzt nun da und machen einen Bier-Doktor-Lehrgang und sind natürlich voller Vorfreude, wieder was Neues noch kennenzulernen und es macht Spaß. Ich habe seit circa 5 Jahren eine kleine Kneipe und habe mich bislang viel mit Wein beschäftigt und möchte jetzt natürlich auch wissen, wie Bier gebraut wird und damit ich meinen Gästen auch mehr darüber erzählen kann. Die Bierakademie fand ich sehr schön. Man hat einen sehr geselligen Abend inmitten der Brauerei. Man lernt sehr viel und man hat einen genussvollen Abend mit sehr vielen Bieren.